Leute, was geht? Willkommen zu einer neuen EP-Map bei Fortnite. Ihr kennt das Spiel, wir starten wie immer oben links auf der Lupe, geben den Inselcode ein, 22 27 97 35 20 und die 50. Wir gehen dann hier auf die erste Map. Heute kleine Besonderheit, man bekommt wohl mehr EP, wenn man über eine andere Map auf die EP-Map joint. Deswegen nicht wundern, wir gehen zuerst auf die eine und dann auf die andere. Und auch kleine Skins frei heute im Shop. Könnte man machen. Oh. Naja. Oh, der sieht auch wild aus. So, wenn ihr hier seid, direkt vorne an das Terminal gehen vor euch. Wichtig, Terminal bedienen und nicht einfach spielen drücken. So, dann kommt der andere Inselcode, der lautet 7388-0460 und die 2608. Das Ganze annehmen. Dann müsst ihr hier nochmal spielen drücken. Wieder auswählen, privates Match. Dann dauert es einen Moment, bis die neue Map geladen wird. Nicht wundern. Könnt euch ja in der Zeit auch ein bisschen umgucken, als wir Sachen aufsammeln, wie ihr Bock habt. Ganz wichtig übrigens, ihr müsst immer darauf achten, eine aktuelle Map zu nehmen. Also eine Map, die bereits vor 7 Tagen kam, bringt euch nicht weiter. Die ist mit hoher Wahrscheinlichkeit schon gepatcht. So, dann hier vorne direkt, rechts neben dem Terminal, wieder ein Emote machen. Bisschen vor und zurück wiggeln, ihr kennt's. Und dann seid ihr wieder hier. 15 Minuten warten, wir skippen die Zeit. Zack. Und dann gebt den Code ein, der lautet 621. Dann auf der rechten Seite einmal bestätigen. Dann auf KXP starten. Und dann hinter euch die mittelste Kachel, nenne ich es mal, die Emote durchführen. Und dann einfach geradeaus laufen, bis ihr den Button seht. Da ist er. Und dann geht's auch schon rauf auf die Map. Ja, gleiches Spiel wie gestern. Wir killen die Bots. Ein bisschen Abstand dazwischen. Ah, man sollte auch treffen. Jetzt. So, ist ein bisschen Abstand dazwischen, damit die EP sich aufladen können. Ihr seht schon, da kommt deutlich mehr an. Nach dem ersten Bot gleich 100.000. Und dann sammeln wir einmal alle drei Kisten ab, die hier rumliegen, beziehungsweise ich glaube heute sind es ja, Lüfter, Klimaanlagen, was auch immer. Da hinten die letzte Kiste. So. So, und wenn wir den Punkt haben, dann müssen wir auf den Tower hier rauf.
Und dann kommen wir hier über den Button auf die nächste Map. Hier einmal von links nach rechts wieder alles durchsammeln. Und dann kommen wir gleich wieder auf die AFK-Map. Die lohnt sich heute richtig. Ja, da bleibt einfach noch 10 Minuten. Und dann solltet ihr eure 300.000 Punkte machen. EP, wie auch immer. Also, ja, deutlich besser als gestern. Ich hoffe, ihr konntet auch wieder ein paar Level machen. Ich hoffe, bei euch sehen die EP genauso aus. Und ansonsten, viel Spaß damit. Bis morgen. Bis zur nächsten Map. Ciao, ciao.